was davon umzusetzen ist, weil ein bisschen was fehlt mir hier noch. Genauso wie das hier hinten, das habe ich nur mal so hingebaut, ist Gold. Ich weiß noch nie, was ich dahin mache. Vorher sah meine Kirche aus wie im Zirkus, weil da war der Teppich blau. Sah ziemlich bunt aus. Naja. Aber schon riesig und ganz schön pompös und hier mit Kronleuchtern und... Heißt das Kronleuchter? Ja, Riesenlichter hier oben. Ziemlich riesig und schön. Und man muss dazu sagen, ich habe ja gesagt, ich habe mir diese Sachen nicht selber abgebaut, sondern mehr als cheatet. Das trifft auf einiges zu, außer auf die Kirche. Diese Kirche habe ich erbaut, bevor ich diesen Mod installiert habe, den ich dafür benutze, und die ist sozusagen Handarbeit. Das ist schon mal sehr toll. Also hier nichts mit Cheaten und so. Naja, gehen wir mal hier entlang. Hier haben wir nämlich auch noch etwas sehr Schönes. Geht doch nicht einfach auf. Das ist jetzt hier nicht erwünscht. Wir wollen nicht hier hoch, wir wollen hier hoch, genau. Ach ja, ich kann es mal zeigen, was hier ist. Nicht, dass sich welche fragen. Lass mich hoch. Lass mich hoch, ja. Ja, hier haben wir so eine kleine Kanzel. Hier drüben noch eine. Ja, kann mal drunter gucken. Und sieht sehr realitätsnah aus, finde ich. Ach ja, schon schön sowas. Es war mein Hauptprojekt. Und irgendwann später habe ich mal in der Welt einfach weitergebaut. Ja, und jetzt ergibt sich ein Let's Show daraus. Vielleicht soll ich hier noch mal ein bisschen absichern. Da kann man leicht runterfallen. Und hier, ich halte mal kurz an. Ich halte kurz an, habe ich gesagt. Das soll Glocken darstellen. Ja, eine Kirche braucht auch Glocken. Und diese, naja, sind immer noch besser als gar keine. Sie sehen zumindest, wenn man ein bisschen Fantasie hat, so danach aus. In Minecraft braucht man generell viel Fantasie, damit man sich sowas vorstellen kann. Ja, jetzt haben wir die Wolkenschicht durchbrochen. Gehen hier hoch, machen auf. Und sehen leider bis jetzt nur Wolken. Naja, ein paar Gebäude darunter. Verdammte Wolken aber auch. Die gehen ja bis zum Horizont da hinten. Verdammt, das sieht man ja gar nicht viel. Naja, man kann es erahnen. Wäre schon schön, die wären jetzt eigentlich mal weg. Naja. Das hier zeige ich euch später noch von außen. Naja, ein bisschen von innen. Innen ist es noch nicht eingeräumt. Mein Haus! Ja. Ich habe natürlich die Verwaltung über die Burg und da braucht man schon ein ordentliches Haus. Natürlich direkt auf den Wehrgängen platziert, die sich bis da hinten erstrecken. Hier ist ein Turm. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennt. Sind leider diese bescheuerten Wolken im Weg. Hier der Turm. Dann geht hier die Wand entlang. Hier. Hier kommen wir auch noch später hin. Da ist ein kleiner Hafen. So, hier. Und hier sieht man einen Fluss. Diesen Fluss habe ich natürlich selbst gemacht, denn in Minecraft gibt es generell keine Flüsse. Und das war auch neben der Kirche und diesen riesigen Wehrgängen ein Riesenprojekt. Denn einen Fluss selber zu erstellen, müsste man versuchen. Das ist nicht so einfach. Ja, und hier sind halt schon mal die meisten Gebäude. Bis dahin bin ich schon fertig. Und... ja, die Wolken gehen einfach nicht weg. Es sind hier Riesenwolken heute. Naja, ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Hier kann man nicht so viel mehr erkennen. Oder? Moment. Nee, kann man nicht. Es sind leider die Wolken im Weg. Gerade wäre ich fast runtergeflogen. So, dann seilen wir uns wieder ab hier. Ja. Noch ein bisschen leer, ich weiß. Vielleicht brauche ich da noch was rein. Wird ja mehrere Folgen geben, aber ich habe mich schon mal bemüht, bis jetzt mal dorthin zu bauen. War auch richtig anstrengend eigentlich. Kann man ja sehen. Ich werde später noch einen Rundflug machen. Ja, fliegen kann man auch. Und dann
zeige ich euch das alles mal von oben, vielleicht auch mal ohne Wolken. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Hier habe ich noch ein Schild hingemacht, nämlich da geht's zum Hafen. Und dann sehen wir dieses Haus. Dort ist auch ein Schild und darin wohnt unser lieber Torgott. Ich glaube, er will sich selbst so nennen, also ja, Torgott. Nachdem ich ja zuerst dachte, man spricht's Englisch aus, aber nein. Wegen diesem The davor, aber ja. Auch ein sehr schönes Haus hier mit hellgrauer Wolle. Und natürlich auch einzigartig. Schön hier ein kleiner Balkon, sowas habe ich noch nie gebaut. Und dann noch hier so ein Dach da oben. Also es entsteht alles spontan. Selbst dieser kleine Weg hier, den finde ich so cool. Ich weiß auch nicht. Der hat was. Ich werde den Weg wahrscheinlich später nicht mehr aus Kies machen, sondern nur noch aus diesem Cobblestone oder diesen Half-Steps. Naja, wir gehen jetzt mal da rein. Es war das letzte Gebäude, das ich vor der Video vom Video fertig gemacht habe. Naja. Hier haben wir einen Teppich. Der hat irgendwie keine große Bedeutung. Ist einfach nur ein schöner Teppich. Das ist die Küche mit einem Kuchen. Kuchen. Sitzecke zum Essen. Ein paar Bilder, Fackeln. Und auch er hat ein größeres Haus, aber nicht ganz so groß wie das von Blut und Eisen. Dann gehen wir hier mal die Treppe hoch. Noch ein bisschen spärlich eingeräumt. Mir sind einfach da nicht mehr so die Ideen gekommen, weil ich ziemlich viel zu tun hatte, auch wegen Schule und so. Kennt ihr ja, wahrscheinlich. Ja, kleines Mini-Schlafzimmer. Offen, ziemlich offen sogar. Neben dem Kamin, damit es einem nie kalt wird. Hier Verstaumöglichkeiten. Und hier oben, das ist schon mal ganz fertig, sein Leseraum. Eine Sitzgelegenheit. Ein paar Bilder zur Entspannung und schöne Aussicht. Und man meint's kaum, aber das hier ist wirklich dieser kleine Turm hier. Man sieht ihn von außen als Turm, aber innen merkt man es gar nicht so. Ist eigentlich erstaunlich, wie man damit arbeiten kann. Und hier ist der Balkon. Da kann man, naja, schon so ein bisschen was erkennen. Vor allem den Marktplatz kann man hier sehen. Ja, ganz hübsch. Hat auch nicht jedes Haus, muss man auch mal sagen. Und wir gehen wieder raus, wir wollen ja hier nicht zu viel stören in dem Haus. Ja, hier gibt es eigentlich noch nichts zu sagen, das ist einfach noch ein random Haus. Feuerholz. Ja, ich habe die Kamine alle angemacht, weil man kann sich ja vorstellen, dass da Leute drin wohnen. Und zwar jetzt sofort. Aber hier auch schon schön eingeräumt. Schlafzimmer, zwei Betten sogar. Ja, Torgott, Blut und Eisen, die leben noch alleine. Und hier geht's wieder raus. Ja, ich will jetzt nicht zu viel auf jedes einzelne Haus gehen, denn ich Haus eingehen, denn ich kann nicht Folgen am Stück machen. Das geht auf meinem Hauptkanal nicht. Und ich sehe, die Sonne geht unter. Wir legen uns mal hier ins Bett. Lalala, ich habe Monster natürlich ausgemacht. Die würden jetzt nur stören. Und, was wollte ich gerade sagen? Genau. Kann ich ja nicht machen. Längere Folgen hochladen auf meinem Hauptkanal. Leider geht das nicht. Ja. Und bis hierhin bin ich gekommen. Man sieht schon, die Wand ist natürlich noch nicht fertig. Nein, das ist nur das Grundgerüst. Aber das hier ist fertig. Von außen zumindest. Das wird nämlich eine Mühle. Dafür habe ich den Fluss auch noch gebaut. Das soll das Mühlrad sein. Erkennt man mit einiger Fantasie. Und man kann auch solche schöne Sachen machen. Das hier wurde zum Beispiel ein Block so in den Boden errichtet, dass die Fenster auf Erdhöhe sind. Finde ich auch ziemlich cool, diese Idee. Und hier eben nochmal der Fluss, der sehr lange gedauert hat zu bauen. Aber sehr gut aussieht, sehr natürlich vor allem. Ja. Also man sieht schon, da fehlt noch ein bisschen was. Zweite Teil, da braucht ihr nicht fragen, der wird irgendwann mal kommen, ich weiß es noch nicht. Und wir drehen mal um, denn da geht's nicht so wirklich weiter. Hier nochmal die die Kirche von außen. Oder kann man es Kathedrale schon nennen? Nee, die ist noch ein bisschen zu klein. Dom vielleicht. Ah nee, die sind auch riesengroß. Kirche passt.
Naja, gehen wir mal kurz noch da entlang. Und ich finde, sieht alles so schön aus hier. Hier mit kleinem Stall für Pferde und das ist wirklich bis jetzt das kleinste Haus überhaupt hier. Ja. Mit dieser Kamerasteuerung zu treffen ist schwer. Ich bin mal gespannt, wie ich das hier einrichten werde. Kleinste Haus überhaupt. Aber auch nicht gerade unreal für früher. Und mein allererstes Haus. Ich bin am Überlegen. Entweder war es dieses hier oder dieses hier. Man sieht's auch. Die sehen so ein bisschen komisch aus. Ich glaube aber, es war dieses hier. Ja, doch. Es war dieses hier. Auch eingerichtet, alles im Nachhinein. Die standen vorhin noch einige Zeit lang leer, denn die Welt existiert schon ein paar Monate, nur ich habe dann immer mal aufgehört, Minecraft zu spielen. Minecraft, weil es mich irgendwie ein bisschen mal genervt hat eine Zeit. Hier sind die Vorratskammern. Aber jetzt spiele ich es wieder ganz gerne. Ja, Vorratskammern, natürlich leer. Macht auch Sinn, auf jeden Fall leere Vorratskammern zu haben. War auch mein erster Gang hier drin. Schön mit Holzdecke sogar. Das fehlt mir noch in den anderen Gängen. Kann man mal entlang gehen. Da kommen wir nämlich jetzt hier wieder raus.